Herzlich willkommen hier zu einem neuen Part zu Sea of Thieves mit dem Cookie aka Chris. Ja, moin. Ja, und wir haben hier eine Kiste, beziehungsweise er trägt die Kiste rum. Ich bin einfach nur sein Begleiter und Bodyguard und wir verkaufen das Ganze jetzt. Bei und eBay machen dann noch eine Schatzinsel. Ne? eBay Kleinanzeigen. eBay Kleinanzeigen. Genau. So, wo ist denn hier der eBay-Markt? Ja. Also eBay Kleinanzeigen für kleine Anzeigen sind raus. Genau, richtig. Ich glaube, wir sind hier richtig irgendwie. Ja. Dann gehen wir direkt mal hier rüber. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ja, wir kriegen ja gerade dieses Wochenende doppelt Gold, falls du es gelesen hast. Oh, nö. Super. Gold kann ich immer gebrauchen. Ja. Das ist doppelt Gold Wochenende. Double Gold. Aua. Ist da noch was drin? Nee. Achso, das ist von dem sein Stand. Moment, die Schatztruhen kann man doch auch irgendwie... Ja, okay, bitte. So. Wir sind reich. Ich gehe trinken. Ich bin reich. Hier ist die Bar nicht. Nein, das ist falsch. Nee, aber wir haben, wir müssen, glaube ich, auch in die Richtung gleich fahren, ne? Na komm, wir trinken jetzt mal richtig ein, ja. Okay, Moment, ich will nur kurz hier mit meinem Kollegen sprechen. Jojo, nein, ja. Nee. Was? Moment, kann ich mir einen Arm machen? Ich überspringe das jetzt einfach mal. Ich habe das irgendwann mal gelesen. Ich wollte aber... Nee. Wo habe ich denn hier meinen supergeilen Krug hier? Los geht's. Alter, der verträgt halt echt immer noch nichts, ne? Das ist Rum. Trotzdem. Alkohol. Nein, das ist Alkohol mit Rum. Du trinkst halt so wenig. Du bist nichts gewohnt. Kommst du noch durch die Tür? Okay, Lukas ist nicht mehr ansprechbar. Warte. Er hat schon zu viel. Ja, das, ich schwank schon krass, ne? Oh ja, oh ja. Oh. Oh, komm schon! Das kriegst du noch hin. Na, komm. Okay. Alles ist ja, das ist ja. Bei mir ist es echt Rum. Also es ist so einfach Rum. Ja, Rum, ne? So. Kommt da nicht? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Da hinten ist so ein Schiff. Da müssen wir irgendwo hin. Aha. Hi. Hey, wieso habe ich Geld bekommen? Hast du auch Geld bekommen? Nee. Jemand Geld geschenkt? Kann sein, dass ich irgendwie noch irgendwie vom letzten Stream in so einer Session drin bin und die gerade irgendwas verkauft haben? Ich weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall... Wir müssen auch kann ich auch in die Session rein? Wahrscheinlich, wenn man die sieht. Das war ja dieses Bündniszeugs. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht habe ich auch einfach gerade, weil ich mich übergeben habe und das so... Siehst du gleich. Bist du schon wieder nüchtern? Ja. Warte. Warte auf mich. Nein. Hä, hey, was leuchtet da? Ballastkugeln. Was? Glaskugeln? Ballastkugeln. Sorgt dafür, ach, dass Ballast. Ein Schiff für kurze Zeit tiefer im Wasser liegt, damit nicht gepflegte Löcher besonders gefährlich sind. Warte. Hier. Komm schon. Und rüber da. Rüber. Rüber. Jetzt kommt das erstmal da unten rein. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber es klappt. Hier, guck mal, ich hab was für dich. Hier. Hey, was machst du? Ich hab mich voll ins Gesicht gekotzt. Nee, ich hab dich zugeschmissen, ich hab das gefangen. Ich weiß nicht, ach Mist. Hätten wir vielleicht mal gerade probieren können, dann hättest du mal gucken können, wenn du das sammelst mit dem Eimer, ob du da auch Punkte kriegst. Achso.
Und wir müssen aber jetzt erstmal, ich schau mal gerade hier auf unsere Karte, wir müssen um die Linsel, genau, um die Insel herum. Um die Linsel müssen wir nicht. So. Hilfst du mir? Ja, okay. Dann bleiben wir hier. Ja, wie sagen Sie? So, auf jeden Fall. Hier kann man sich mal zur Ruhe lassen. So, die sind unten und dann fahren wir mal da rum, nicht? So. Ja, ich guck mal unten in welche Richtung, ne? Ja, mach das. Mach das. So. Ja. Ziemlich geradeaus haben wir, ne? Das war genau geradeaus, ja. Also jetzt. Ich sag mal Stopp. Jo. Und Stopp. Ah, okay, das ist die große da hinten. Ja. Dann einmal das Segel setzen. Da hinten ist auf jeden Fall auch was zum Sammeln. Sammelfiguren. Muss andersrum. Also stimmt, ja. Richtung. Jo. Ganz genau, in die Richtung müssen wir. Ja, das kommt von diesen vielen rum. Wollte ich gerade fragen. Freibier! Ach was. Geh mal gerade nach oben und schau mal, was ich so sehe. Ich sehe, dass ich nichts sehe, weil ich auch sehe. Okay, das ist noch weiter weg. Da hinten ist ein Geisterschiff. Das was ist das Rude da? Was? Links? Ja. Das ist das zum Sammeln, was ich meinte. Ah. Nice. Kann auch sein, dass das irgendwie Boss war. Ne, ich glaube, das war aber zum Sammeln einfach nur. Ich glaube, wir müssen gleich ein bisschen anhalten. Wischen. Büdel. Au! Kann doch nicht so tief runterspringen. Ach schade, ich wollte mich noch abfangen seitwärts. Ja, du machst das schon irgendwie. Ja, driftest du dann wieder? Jo, ich muss noch gerade ins Steuer. Okay. Oh, die schießen schon. Wunderbar. Und direkt. Willst du ein bisschen nach links? Ja. Ja, es ist dabei, so, ne? Ja. Ja, 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 das sieht gut aus, ja. Und dann, Anker, bevor du gleich drauf gehst. Ja, wunderbar. Wir müssen jetzt nur gerade hier ein bisschen Sachen machen. Ah ja, hast schon. Okay. Und ich hole dir wieder Wasser mit. Dann passt das ja schon hier. Dann passt das. Also, wir haben hier so eine Karte und die Karte sagt, Shipwreck Bay, Wagen, finden Schatz, tragen. Ah ja. Tschüss. Ich bin da. An unter den eingesperrten Überresten des meuternden Piraten gehen Westen wartet ein Geheimnis auf dich. Mit einem Liedchen enthüllt es sich. Was? Ich bin so in dir, dass ich es genauso sehe, als ob ich die Karte selber in der Hand hätte. So. Ja, genau. Nee, siehst du nichts. Okay, also da steht irgendwas mit Besten. Das hört sich natürlich auch ein bisschen falsch an. Ich bin so in dir, aber naja. Ja, ja, man weiß ja nie, ne? So, wir sind ja immer so lang und einsam auf dem Schiff. Ja, okay, lass mir das. Aber die Sachen auf See bleiben halt auch auf See, ne? Die Sachen auf See bleiben auf See, ja. Vielleicht ist es manchmal auch aufsehenerregend. Hier riecht's nach Fisch. Okay, lassen wir das jetzt. Im Besten, da sind... Warte, was stand da nochmal? Das
Meute in den Piraten gehen Westen. Also so ein Pirat im Westen. Ja, die Besten sind im Westen. Ja. Wo ist denn hier der meuternde Pirat? Aua. Au, oh Gott, was ist denn da passiert? Kannst du mich wieder. Nee, du kannst mich nicht wiederbeleben, ne? Doch. Ah, okay. Da ist irgendwas explodiert. Schnell, die Seele geht in den. Aufs Schiff. Achtung! Ja, Moment, ich esse gerade eine Banane. Schön machst du das. Oh ja, der wollte sich auch eine Banane reinpfeifen. Also irgendwo hier soll so ein meuternder Pirat sein. Und das könnte... Ah, das ist glaube ich so ein wütendes Schwein, was dich da attackiert hat. Ja, aber das hat mich mit einem Ding umgebracht. Ich glaube, da ist eine Bombe hochgegangen. Ah, okay. Habe ich das Gefühl gehabt. Ey, was ist denn das? Das sieht ja voll geil aus. Wo müssen wir jetzt hin? Zum meuternden Piraten im Westen. Boah, das sieht ja voll geil aus. Boah, geil, guck dir das mal an hier. Du kannst hier irgendwie für Seemannsgarn stimmen. Ich stimme da jetzt mal für, ja? Okay. Wunderbar. Ich weiß oh, nicht, was hat das jetzt gebracht? Oh, geil. Was ist das denn? Vor langer Zeit, als die Kraken noch wüteten, war ich bei McDonald's. Okay. Seefahrerseele. Das Logbuch von Sir Arthur Pendragon, Captain der Black Witch. Ah ja, fellow pal. Oh mein Gott, Geister! Siehst du den? Hm? Hinter dir. What are you doing? Hör schon Kontakt. Do you know the way? Do you know the way? The day I crossed paths with a cadaverous captain named Grey Marrow, and he bound my soul to this portrait. Das ist voll geil. I'd still be trapped in canvas if not for that strange fellow and his Pendragon. Wir müssen zum Pentagon. Genau dasselbe hatte ich auch. Now that I'm a free spirit, so to speak, I plan to make up for lost time and help other trapped souls across the Sea of Thieves. And thanks to your timely arrival, I finally have the means. This lantern's a gift from an old friend, but I can't even touch it as I am now. If you'll join me on my quest, then you can wield it in my stead. You do the searching, I'll do the saving. The chap with the box spoke of three captains, each cursed during battle with a ship named the Ashen Dragon. I jotted it all down in my old journal, so we best bring that along too. Don't worry about me. I know a few supernatural shortcuts. Just follow the lantern. Alter, ist voll hell. Captain Skulls and my Sword of Souls. Ja, so auch. Rest. Let's go. Wo hab ich die? In Mission, die ist mega hell, Alter. Das ist voll geil mit den Seemannsgarn. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. So dieses mystische Zeug. Das ist richtig cool. Ach du Scheiße, das sind Geisterschiffe. Was? Wo? Da links. Oh. Eigentlich müsste man mal so eine spezielle Halloween-Folge aufnehmen, die wir bringen, weißt du? Wo wir dann wirklich so richtig mystisch alles machen. Das wär, da hätte ich voll Bock drauf. Stimmt. So ein richtiges Motto-Video. Ja, genau, so mystische Seefahrt mit Geistern und Kraken. Das stimmt, ja. Ja, aber am liebsten würde ich da jetzt einfach hinfahren, tatsächlich. Das machen wir auch gleich. Ich will nur gerade mal jetzt schauen. Jetzt holen wir noch die Truhe. Ich hoffe, ich sage nicht. Oh, was ist denn hier? Hier ist eine Truhe. Was? Hä, da ist gar nichts drin. Was ein Beschiss. Hast du eine Ahnung, wo die ist? Ich habe schon wieder vergessen. Wo ist denn der meuternde Pirat? Haben die neue Lieder hinzugefügt? Hä? Happy Birthday ist hier drin. Hä? What the fuck? Wieso ist das Happy Birthday Lied hier drin? Ich habe eine Munitionskiste mit 50 Kanonen. Wo soll ich die hin tun? Ich glaube, die brauchen wir doch gar nicht, oder? Aber ist doch trotzdem nice.
Ja, gut, nicht. Die kommen wir irgendwo mitnehmen. Wo ist unser Schiff? Ich hab Orientierung des Todes. So, wir schauen doch mal gerade hier. Nee, falsch. Wir. Ach man, hier muss ich rein. Wo sind wir denn nochmal? Ach, da hinten. Oder sollen wir jetzt einfach mal da reinfahren? Ins Geisterschiff? Nein, ich würde die Truhe jetzt einfach mal holen. Dann, hast du die schon? Nee. Ich lese einfach nochmal vor. An unter den eingesperrten Überresten des meuternden Piratengehen Westen wartet ein Geheimnis auf dich. Mit einem Liedchen enthüllte sich. Also im Westen. Ja, müssen wir den Piraten im Westen finden. Genau, das macht Sinn. Ne? Aber da ist halt nichts im Westen so. Höchstens da hinten das Schiff, das wird ja Sinn machen. Aber voll geil mit diesem Garn. Kann sich schicke Kleider draus machen. Ach, das ist Munition für die Waffe, 50 Stück. Nice. Ja, genau. Du kannst die Kiste aber später für wenig Geld verkaufen. Ja, aber wenn es wenig Geld ist, dann benutzen wir das ja lieber für die Waffe. Ja, so 10.000 Münzen sind es halt. Nee, 10.000 ist doch aber nice. Nee, 300 sind es, glaube ich. Also 600 heute, wenn, ne, so. Hat er was getrunken? Ich? Du? RCS. Ne, ich bin bei so einem Pirat hier. Ach, hast ihn gefunden. Komm schon! Boah, was ist denn das für eine Melodie? Kenne ich irgendwo vom Anfang her. So, jetzt hole ich mal was. Wir haben auf jeden Fall neue Lieder hinzugefügt. Das ist eine Uhr. Irgendwie ist hier nichts, ne, Lukas? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht müssen wir auch beide Musik spielen. Oder da hinten. Aber ist es auf der großen Insel oder auf der. Ey, was steht da? Ach, das ist ein Pirat. Hast du mal da Musik gespielt? Ach so. Ja, Musik musst du spielen. Nee, das bringt nichts. Düstere Gezeiten. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal kurz im Netz, wo das ist. Wo gucken? Im Netz. Kennst du das Web? Ich kenne nur Spinnennetz, so. Die sind halt oft auf den Holzschiffen hier. Das Spiderweb, ja genau. Ah ja, okay, pass ja. auf. Ne? Das sind immer Gigaspinnen. Oh, da ist einer. Spieler, oder? Nein, ein Skelett von Knochen. Knochigkeit, ja. Ah ja, ja. Oh. Eine explodierende Atombombenkugel. Cool, nehme ich mit. Mehr, genau. Ja, dann. Wie heißen die Missionen nochmal? Oh, hi. Hä, was hast denn du für ein Loch im Kopf? Ist auch neu. Hi. Ah, nein. Ja, schön. Hätten wir das auch mal geklärt, ne? So unter Männern. Ah. Gleich bestimmt einen ganz anderen Schatz. Sind wir jetzt bei Shipwreck Bay, oder? Jo. An unter den eingesperrten Überresten des meinten Piraten. Genau. Der meinte Pirat im Westen. Unter den eingesperrten Überresten. Ah, ja, okay, ich hab's gefunden. Ehrlich? Nee, ich denke aber, ich hab's gefunden. Also, es besteht die Möglichkeit, es möglicherweise gefunden zu haben. Wenn es das ist, was ich denke, was es ist. Denn dann muss ich nämlich hier
Ich habe nämlich den Punkt vergessen mit unter. Toll. Das ist halt, ne, das ist irgendwie so richtig widersprüchlich. Weißt du, der ist tot, ein Skelett da drin und ich spiele Happy Birthday. Super. Deine Zeit ist abgelaufen. Ja, und dann sowas toll. Finde unter den eingesperrten Überresten des meisten Piraten gen Westen und du hast es fast geschafft. Grab gen Ost, Nordosten bei den Palmen und du hast den Schatz gerafft. Also hier. Ah ne, warte. Ich meinte eigentlich, hier. Warte, das ist unübersichtlich hier. Nee, doch nicht. Ich meinte eigentlich meinte ich ja hier. Siehst du? Ich muss mal gerade was gucken. Boah, ist das geil. Weil da auch so ein Nebel drin ist, hat das so einen geilen Effekt. Boah. Was? Meine Hand. Hau mir ab mit dem Scheiß. Hilfst du mir kurz? Oh, ich hab's gegessen. Dann hol mal den Eimer raus, schnell. Schnell, Eimer raus. Ess noch ein paar und hol den Eimer raus. Weil vielleicht kriegst du da Punkte, aber ich habe eben nochmal welche bekommen. Ich habe den Schatz nochmal gerettet vor deiner Kotzerei. Na gut. Moment. Ich schau erstmal rein, ob hier Gold drin ist. Ja, 364 ist jetzt nicht die Welt, aber... Es ist Geld. Etwas. Es ist Gold. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber da oben glänzt was. Das ist nice. Wo? Wow, da glänzt was. Ich leg mal den Schatz hier gerade ab. Ich guck mir das mit an. Was ist das? Mach mal noch nichts, wenn du da bist. Ich will das auch mal googeln. Komm ich da hoch? Du musst so hier, ne, auf die Kiste, dann musst du hier drauf, dann musst du hier drauf und dann musst du hier hin. Ah, da ist eine Kiste. Wieder runtergefallen. Soll ich runterwerfen? Ja, schmeiß runter. Hier. Hast du? Hier. Dann hol ich die andere. Nee. Wie, nee? Ach, da. Ach so. Au, in der Luft hast du mich getroffen, du Blöder. Ich brauch eine Banane. Hast du jetzt auch eine Kiste, oder was? Ja, da vorne am Strand. Ja. Oh, ich sollte keine Kugeln versuchen zu essen. Ich sollte die, ja. So haben wir jetzt alles hier. Ja, da haben wir alles, ne? Dann können wir ja da den Seemannsgarn machen und, ne? Ja, jetzt erstmal zu diesen Schiffen da. Jo. Genau. Dass wir ein bisschen schiffen können. Oh ja. Uns mal schiffen. Und dann gehen wir zurück und verkaufen das Zeug, bevor wir das irgendwie wieder verlieren, wenn wir das Schiff verlieren. So, ich bin auf dem Schiff, ich gehe jetzt erstmal schiffen. Wo ist denn hier die Toilette? Ja, Schiff ahoi, ne? Ach, die Lampe finde ich voll geil. Ich hoffe, wir können die behalten. Sonst töte ich den Geist. Ich brauche was zu essen. Da hätten wir beide Melodie eingesetzt. Ach komm, scheiße. Machst du schon mal die Segel? Ja. Wunderbar, das ist gut. Und ich schau mal auf die Missionskarte. Ach so, ja, Moment. Was ist denn das? Das hier ist, nee, das ist Schatz. Und das hier ist die Suche nach Wissen in uralten Knochen, enthüllt Geheimnisse lang unausgesprochen. Ja, okay, das ist falsch. Okay, da fahren wir gleich erstmal hin. So. Hä, Moment. Der Anker ist, ah, ne, wir müssen gerade den Anker mal reinmachen. Oh. So. Okay. Machst du? Bist du schon richtig gelenkt?
Ja, ist gerade. Ich mache das immer auf Standposition zurück. Anker. Hey, was machst du? Ups. Und es wird dunkel. Fernlicht anmachen, dann passt das schon. Ja, ich mache einfach Lichthupe gleich. Ja, genau. Ich fahre einfach mitten rein und gucke, ob die Schiffe verschwinden. Würde ich auch machen. Also, die schießen sich gegenseitig ab. Ja, ja. Brennt das Schiff? Oder sieht das nur so aus? Es sinkt. Nee, es sinkt doch. Nö, das. Also es sinkt im Sinne von la, es singt. Ach so. Oh ja, die singen alle. Ach ja. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Wir hätten das Buch vielleicht lesen sollen. Da kannst du gar nichts lesen, das ist das Problem. Wir hätten den Typen zuhören sollen. Machst du gleich einen Anker? Besten, wenn wir genau daneben stehen, dann schieße ich einfach mal ein paar Kugeln rüber. So. Ich weiß gar nicht, den sollen wir, glaube ich, nicht abschießen, sondern wir sollen den befreien. Achso, warte mal. Jo, okay, kann. Nö, da schießen wir durch. Ich gehe jetzt da drauf. Ich warte mal ab. Ja, hier kommen bestimmt Haie. Oh, tschüss. Ich hab die erschrocken. Hey, warte mal. Schießen sie bei dir noch? Es ist weg. Ne? Ja. Hä? Ich habe Angst. Ist da was erschienen im Buch? Nein. What the fuck war das denn? Achso, ich dachte gerade, hä, wieso geht das an, wenn ich aus... Hä? Okay. Komisch. Sorry. Da drüben ist übrigens ein feindliches Schiff. Alter, was ist das denn für ein krankes Gewitter? Ich glaube, da müssen wir hin. Vielleicht war das jetzt nur ein, sozusagen ein Punkt, wo wir hin sollen. Ne, guck mal hinten, hinter uns. Ah ne, da hinten sind sie wieder. Wir sind geradeaus, dann hat das Gewitter gar nichts damit zu tun. Nee, ich meine, also das ist sozusagen so Station. Also wir fahren jetzt sozusagen immer von Punkt zu Punkt. Genau, das glaube ich auch. Ja. Und an das Gewitter wäre ich auch gern. Das rote Gewitter sieht schon nice aus. Oh ja. Ah, oh, so viele neue Sachen. Das schaffen wir gar nicht alles auf einmal. Nee, machen wir das andere dann beim nächsten Mal. Ja, okay. Alles. Man muss ja auch ein bisschen Spannung aufbauen. Oh ja. Nee, ich finde die geil, die Lampe. Disco, Pogo, Dingelingeling. Warte, ich mach mit. Dingelingeling. Alle Atze singen. Wir fahren jetzt direkt in das Schiff herein. Also. Ja, ja. Jetzt. Das ist bestimmt der wahre Blackbeard. Ich finde die Story halt immer noch voll krass. Das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Glaube ich. Das glaube ich auch nicht. Gut, ist halt. Das glaube ich auch nicht. Und wie die Story weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Das seht ihr nur, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt und einen Daumen hoch da lasst. Genau, weil wir können das kontrollieren. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann seid ihr nicht freigeschaltet für die nächste Folge. Stell mal vor. Das ist richtig assi, ey. Ja. Nur für die Aktiven unter euch. Genau, und die abonniert haben, müssen deabonnieren. Und dann jedes Mal so ein Wechsel. Ach nice, aber das ist jetzt. An welches Schiff müssen wir jetzt? Das ist ganz rechts. Rechts. Wir fahren die Röte nicht, würde ich sagen, oder? Wo das Rote nehmen. Wobei, ich weiß nicht, ob das Rote leuchtet mehr auch. Ja, ich weiß nicht, ob das Rote vielleicht von unserem Freund ist. Und wir eigentlich die anderen jagen müssen.
weiß ich nicht. Müssen wir das einfach mal ausprobieren. Also ich würde das auch mal Richtung Rot tendieren. Das andere Schiff, das zweite Schiff von den Bösen, das ist da auch, also von den Guten, das ist da gesunken. Ich glaube auch, wenn du mal guckst, das sieht doch aus wie so ein Marker. Das Segel irgendwie. Ja, aber es kann, rot kann halt auch feindlich heißen, ne? Das stimmt. Von dem her bin ich mal dann eine Zische. Deswegen darfst du dich niemals zum Beispiel beim Kochen in den Finger schneiden, weil dann kommt Rotes und das tut dir halt weh dann. Rot ist meistens nicht gut. Du willst dann wieder nach rechts driften sozusagen. Weiß ich nicht. Ich wäre da einfach weitergefahren, so. In den Berg. Ah ja. Nee, das nicht, aber ich fahre links vorbei. Dann fährst du im Kreis. Jetzt schauen wir erstmal, was passiert. Jo, jetzt krachen wir voll dagegen. Jetzt denkst du rechts. Passt das noch? Kriegst du das noch hin? Ja, das krieg ich noch hin. Hallo. Hi. Hi. Tschüss. Hi, 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 tai. Weiß. Du, das Geil! Was? Feuer Salamander, Beine auseinander, Beine wieder zu und raus bist du. Ich hab neulich die Bulli-Parade mal gesehen von 2017. Die fand ich tatsächlich gar nicht mal so gut. Ich fand's halt nicht schlecht. Ja, nicht schlecht, aber auch nicht gut. Also ich find's auch immer wieder geil. Ich guck mir auch die alten Outtakes und so schon mal an, wenn ich Zeit hab. Ja, die sind lustig. Ich fand halt immer den Rick irgendwie voll geil. Ja, der ist richtig geil. Der kann auch so viel verschiedene Dialekte nachmachen. Ja. Richtig nice. Nice, oh, nice. Aber das finde ich, ist das geilste Trio, ja. Genauso wie ich immer noch finde, dass Schuh der Manitou meiner Meinung nach der beste deutsche Film ist. Nach wie vor. Gibt es ja viele, die sagen, Fuck You Goethe und so, habe ich gesehen, fand ich aber jetzt nicht so geil wie das. Siehst du schon das nächste? Nö, siehst du das nicht? Oh, hinter uns ist ein Schiff. Hä? Wieso ist das Schiff wieder da? Was soll das? Alter, sind wir doch jetzt. Vielleicht sollen wir da mal runter. Ich muss gerade die Handbremse drücken, warte. Und dann muss der Turbolader neu starten. Der ist abgeraucht. Ah. Turbolader. Later, Alligator. Ich glaube, wir gucken uns das mal an. Dann müssen wir das nochmal angucken. Vielleicht müssen wir da tatsächlich von... Ach nein, da ist ein Frack nebendran. Vielleicht müssen wir da drauf. Ah lol, springen wir hier hoch vor dem Seil, dann ist da so ein komischer Effekt drauf. Dann kommt das mal wieder und geht wieder und so. Siehst du das? Wenn du da so hin und her läufst, kannst du auch machen. Dass da mal was davor ist. So dieses Seil, dass das Seil mal vor diesem Geisterschiff ist. Dass es so da drüber schrappt. Oh nein, da kommt was. Oh mein Gott, ich hab Angst. Was ist das? Oh, hi. Na? Was? Ach, das ist Dwayne The Rock Johnson. Okay. Jo, der ist cool drauf. Der tut uns nichts. Oh. Den haben wir doch schon mal eigentlich. Ja, aber der ist schwarz-rot. Schwarz-rot ist immer voll krass, weil unser Schiff auch schwarz-rot ist und wir sind krass. Denkst du, wir sollten auf den schießen? Ja, auf jeden Fall. Machst du Anker? Achso, ja. Jo. Let's go! Der wird uns nämlich noch, in die Finger beißen. So, wo bist du, Dwayne? Weil da drüben ist ein Frack und da können wir vielleicht mal hingehen. Ein Frack zum Anziehen? Geil! Ja, genau, ein Frack zum Anziehen. Hey, wo ist der? Wo ist denn der? Ist der jetzt schon? Ich glaube, hinter. Der hat keinen Bock mehr, ne? Der ist weg. Ja, ich tue die Kugeln wieder weg. Sollen wir da drüber? Sollen wir mal da. Ich geh. Tschüss. Tschüssen. Tschüssken. Hey! Was? Ja, cool, ich bin da. Jetzt vergesse ich immer, dass man sich rüber scheißen kann. Das Wrack der Fjord Dragon. Geil, nichts, oder? Was? Doch, hier ist was. Aber was ist die Frage? Fass öffnen. Nee, da ist nichts drin. Das ist unten drin. Da ist, glaube ich, ein Geist. Ein geistlicher ist da. Ah, ein geistlicher. Okay. Oh mein Gott.
Ist es dann Christ, oder? Ja, genau, ein Christbaumstein. Was? Hilf mir. Hä, wo bin ich denn hier? Warte, der will kommunizieren. Hier, Licht. Hi. Lass mal kurz hier raus. Denn so langsam könnte ich... Ach, hi. Leben verlieren. Ach nee, das ist... Oh, jetzt ist das diese Meerjungfrau, ne? Da sind auf jeden Fall Kisten unten. Was sollen wir tun? Ach nein. Was mache ich denn? Mein Gott, ich habe was gefunden. Oh, das ist ein Schädel. Gefunden. Oh, ich krieg keine Luft mehr. Oder bist du das? Nee, du bist das. Du kriegst keine Luft mehr. Schaffst du das? Ja, easy peasy. Jetzt kriege ich auch keine Luft mehr. Was ist denn jetzt los wie eine Musik? Hä, was ist das für eine Musik? Ich bringe schon mal den Schädel weg, ne? Ist da sonst noch was? Auf jeden Fall ist da noch eine Kiste, die ich gesehen habe. Ich schwimme da mal kurz hoch. Aber ich weiß nicht, einfach ob wieder Safety-mäßig. Ja. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Wack irgendwas machen sollen. Ne, mit dem Frack irgendwas machen sollen. Und das Schiff sieht irgendwie so aus, als würde das gleich untergehen. Unser Schiff. Ja, aber das ist irgendwie... Ich glaube, das sieht nur so aus. Au! Oh mein Gott! Was war das? Ach, das ist ein Hai. Hai. Deswegen kam diese kranke Musik. Ja, ich nehme einfach mal Zucker, ne? Zuckerblähen. Da war irgendeine Holzkiste, ja? Ich weiß nicht, ob es Zucker war. Ja, es war Zucker. Zuckerblähen. Weg damit! Oh, hi. So, ja. Das ist aber irgendwie, da fehlt was. Da ist irgendwas im Gange. Das Schiff ist weg bei dir, ne? Oh, die Kiste schafft's wahrscheinlich nicht bis zum... Ich bin gleich da, aber der Hai packt mich, glaube ich. Warte, ich schieß auf dich und dann treffe ich gleich den Hai. Ich hab den Hai getroffen. Da hinten leuchtet, glaube ich, noch was. Was? Wieso kriege ich denn jetzt eine Melodie? Okay, ich hab den Hai gekillt, glaube ich. Ne, da ist er noch. Der weiße Hai. Dim, 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 dim. Oh, komm schon. Weiter Hai. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. So, das Schiff ist wieder da, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwie noch was machen müssen. Ich würde sagen, wir gehen mal da hinten zu dem Schiff, ne? Leute, das ist ja voll die weiße Hai-Melodie. Hast du die gerade auch gehört? Mhm. Was war das denn? Oh, warte mal. Bevor wir weiterfahren, würde ich sagen, müssen wir, ne? Achso, ja, 38 Minuten, ne? Ja. Ja, ciao. Auf jeden Fall abonnieren, nicht vergessen, Glocke aktivieren, liken, wenn es euch gefallen hat. Und bei Kritik oder, ja, wenn ihr was kommunizieren wollt, dann bitte in die Kommentarsektion. Voll lustlos. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.